Hallo und guten Abend zur heutigen Ausgabe der Gedankendiät. Weniger denken, mehr sein. Wir gehen immer wieder und immer wieder der Frage nach, wie können wir einen Zustand erreichen, wo das weniger rattert da oben und wo wir einfach so uns ein bisschen zurücklehnen können in Sein. Weil das ist unser Leben, oder? Das, was wir erfahren, das, was wir denken, das ist unser Leben. Und jede Minute, jede Stunde, jeder Tag hat eine bestimmte Qualität. Und wir wollen die Qualität unseres Lebens möglichst auf einem hohen Level halten. Und es ist auch gut zu wissen, dass wir das wirklich erreichen können, wenn wir am richtigen Ort ansetzen. Und der richtige Ort, richtig im Sinne von die Wurzel, da wo wirklich alle Erfahrungen anfangen, sind die Gedanken. Und wenn wir uns intensiv mit den Gedanken beschäftigen und diese dann auch nach und nach verändern, dann bringt das eine andere Lebensqualität. Und ein wunderschöner Ausdruck, der eine gute Lebensqualität ausdrückt, ist eine sorgenfreie Kaiserin. Ein sorgenfreier Kaiser. Mir gefällt dieses Wort, dieser Ausdruck wirklich sehr, weil wir haben einmal das Sorgenfrei drin, aber auch dann die Kaiserin. Das ist ein Ausdruck, der steht für eine Person, die sich nicht den Herausforderungen entzieht, die sich nicht irgendwie zurückzieht und nicht am Leben teilnimmt, sondern jemand, der voll im Alltag ist, aber eben würdevoll wie eine Kaiserin, die von Ereignissen, von Situationen nicht erschüttert wird, sondern aufrecht bleibt. Aber nicht nur aufrecht, sondern sogar sorgenfrei. Sorgenfrei, fröhlich, leicht. Und wir nehmen manchmal diesen Ausdruck her, wir, das meine ich in den Meditationszentren von den Brahma Kumaris, da sprechen wir von der sorgenfreien Kaiserin, sorgenfreien Kaiser, weil es eben ein Zustand ist, den wir erreichen können und auch manchmal erfahren. Ich habe bestimmt, jeder von uns hat Situationen eben gehabt, wo sehr unschöne Dinge passiert sind und wir konnten da gut in unserem Selbstrespekt bleiben. Wir haben uns nicht erschüttern lassen. Das heißt, wir haben diese Kapazität, aber wir wollen das jetzt ganz bewusst noch mehr wecken, mehr konstant machen. Eine sorgenfreie Kaiserin. Eine sorgenfreie Kaiserin sorgt sich sehr, aber macht sich keine Sorgen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch dieser Teil zu verstehen. Wir müssen uns sehr sorgen. Wir müssen uns um uns selber sorgen. Wir müssen uns um unseren Körper sorgen. Wir müssen uns um unsere Menschen herum, um uns herum sorgen. Wir müssen uns sehr gut um unsere Aufgaben sorgen. Also überall muss es sein, dass wir unser Herz reingeben, sonst können wir nicht sorgenfrei sein. So zu denken, ja, das Praktische, das ist weniger wichtig, Spiritualität ist wichtig. Aber Spiritualität ist ja etwas sehr, sehr Praktisches. Es geht darum, unseren Alltag erhaben zu machen.
kraftvoll zu machen, fröhlich zu machen. So alles, was wir tun, tun wir so gut, wie wir nur können. Das heißt, wir sorgen uns. Aber dann machen wir uns keine Sorgen. Sorgen, Worries, ist eigentlich etwas sehr Irrationales. Weil das, worum wir uns Sorgen machen, dass es passieren könnte, indem wir uns Sorgen machen, vergrößern wir ja die Wahrscheinlichkeit, dass es auch tatsächlich passiert. Also wenn ich denke, hoffentlich passiert es nicht, hoffentlich ist es nicht so, dann gebe ich ja dem Energie. Und ich glaube, wir dürfen uns auch daran erinnern, dass Sorgen nie irgendwie eine positive Frucht bringt. Sorgsam sein, ja. Sorgen, ja. Aber sich Sorgen machen, bringt nie eine positive Frucht. Zum Beispiel angenommen, ich habe ein Kind und das geht in die Ferien mit anderen, so ein Klassenlager zum Beispiel. Und ich denke, hoffentlich bricht sich das Kind nichts. Das nützt überhaupt nichts. Nach einer Woche kommt das Kind zurück und ich habe eine Woche lang Sorgen mir gemacht. Hat es ihr das gebracht? Nein, es hat nichts gebracht. Aber vielleicht passiert dem Kind tatsächlich etwas. Hat dann die Sorgen machen etwas gebracht? Nein, es hat auch nichts gebracht. Also es ist immer Zeitverschwendung, Energieverschwendung, Gedankenverschwendung. Und genauso wie wir uns angewöhnt haben, uns Sorgen zu machen, die von uns, die das haben, genauso können wir das auch wieder verlernen. Einfach so sich vornehmen, nein, ich mache mir wegen nichts und niemandem Sorgen. Das einfach vornehmen. Und Sorgen, wir machen uns Sorgen, wir sind besorgt, dann, wenn wir denken, ich kann etwas kontrollieren, aber ich kann es gar nicht. So, etwas, woran wir uns immer wieder erinnern können, ist, dass wir hier sind, auf der Erde, als Gäste. Und Gäste, die besitzen nichts. Und wenn wir in dieses tiefe spirituelle Bewusstsein eintauchen können, ich kann wirklich nichts besitzen. Ich kann keine Menschen besitzen. Jeder Mensch steht für sich allein. Ich kann helfen, ich kann unterstützen, ich kann da sein für jemanden. Aber dann auch diese wunderschöne Wahrheit. Jeder ist für sich verantwortlich. Und jeder hat die Möglichkeit, sein eigenes Schicksal zu erschaffen, im positiven Sinne, und zu verändern. Heute kann ich einen anderen Weg einschlagen, in einer Beziehung, in einer Aufgabe, und sagen so, jetzt will ich da eine andere Qualität. Und ich habe es in der Hand, anders zu denken, anders zu sprechen, anders zu tun. Überlegt euch mal einen Moment, was gibt es für Bereiche in eurem Leben, wo ihr euch Sorgen macht? Falls überhaupt, vielleicht seid ihr auch jemand, der sich keine Sorgen macht, die sich keine Sorgen macht, wunderbar. Aber überlegt euch mal, wo besteht diese Tendenz? Und ich würde das dann merken, indem ich immer wieder Gedanken habe, die in diese Beziehung gehen oder in diese Situation, in die Zukunft.
So wacht's, was taucht da auf vor eurem inneren Auge? Okay, ihr habt jetzt vielleicht ein, zwei Bereiche gefunden, vielleicht drei Bereiche, wo ihr findet, ja, da besteht diese Tendenz. Jetzt, wie kann ich das aufhören? Wie kann ich das ändern? Und die Methode, wir hätten vielleicht irgendwie gern etwas anderes gehört, aber die Methode ist einfach, diese Gedanken zu stoppen. Diese Gedanken zu stoppen. Wenn diese Gedanken wieder auftauchen, dann sobald ich das merke, wir sagen, stopp, full stop. Ich denke diese Gedanken nicht mehr. Und was passiert innerlich, ist, dass ich wieder Kontrolle, die Herrschaft übernehme, auch die Verantwortung übernehme für mein Denken. Und das ist ein sehr kraftvoller Zustand, wenn ich die Kontrolle über mein Denken habe. Man sagt, wer den Geist erobert, erobert die Welt. Das heißt, wenn ich die Kontrolle über meinen Geist habe, dann habe ich die Kontrolle über meine Welt. Das heißt, über mein Leben, so wie ich mein Leben, mein Umfeld, meine Welt erlebe. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo alles zu jeder Zeit passieren kann. Und das ist gut so, dass ich auch zu sagen, ja, alles kann jederzeit passieren. Dass wir wegkommen von einem Weltbild, das jetzt im Moment nicht zutrifft. Ich spreche von einem Weltbild, wo alles in Harmonie abläuft, wo die Menschen die Kraft haben und die innere Fülle, immer nett zu sein zueinander. Eine Welt, wo alles funktioniert und Systeme ihre Erfüllung, ihre Aufgaben erfüllen. Alles das trifft nicht mehr zu. Und hier in der Schweiz und in Deutschland, es ist so, wir leben noch in einer Oase, wo eben vieles noch funktioniert. Aber gerade letzten Samstag, das heißt gestern, haben wir am Zoom mit Freunden aus der Ukraine gesprochen. Und da sieht man, die haben auch noch vor einem Jahr, haben die ihr normales Leben gelebt. Und jetzt, sie hat gesagt, ja, da sind die Bombardierungen, wir haben bis zu 16 Stunden am Tag haben wir keinen Strom. Vielleicht fallen auch die Heizungen aus. Das heißt aber auch kein Strom, um etwas Warmes zu kochen, wenn man nicht entsprechend ausgerüstet ist. Aber was bemerkenswert war, die haben wirklich auch so ein Gefühl vermittelt von sorgenfreie Kaiser, sorgenfreie Kaiserinnen. Die haben akzeptiert, was läuft und tun einfach jeden Tag das Beste. Die haben sich eingerichtet, dass sie eben was Warmes kochen können, so ganz praktisch, aber auch dann nicht Sorgen gemacht über Dinge, die sie jetzt nicht kontrollieren können. Und ich sage das, weil es einfach auch inspirierende Beispiele sind. Wenn Menschen in schwierigen Situationen
das wirklich auch schaffen, so das zu akzeptieren, das Beste zu machen raus. Und so, wenn wir akzeptieren, dass die Welt in der jetzigen Phase, wir gehen ja auch durch andere Phasen und definitiv steht eine ganz andere Epoche steht bevor, wo eben dann wieder diese Harmonie da sein wird, wo ein ganz anderes Wertesystem gelebt wird, wo die Menschen es schaffen, dann von einer inneren Fülle heraus miteinander in Kontakt zu treten. Diese Epoche, die wird auch wieder kommen. Aber jetzt in dieser Übergangszeit, da ist es anders. Diese Zeit beschreibt man mit den Worten, alles kann jederzeit passieren. Und jemand hat so gesagt, be prepared for the unexpected. Sei gefasst auf das Unerwartete. Und das beschreibt das eigentlich. So, man erwartet gar nicht, dass alles rund läuft. Diese Woche habe ich ein schönes Erlebnis gehabt. Und zwar hätte ich von einem Arzt hätte ich eine Überweisung hätte ich bekommen sollen. Und ich habe da angerufen und eine Dame am Empfang hat abgenommen, also das Telefon genommen, abgenommen. Helvetismus, sagen wir dem. Und sie hat gesagt, ja, sie will mit dem Arzt sprechen. Dann ist nichts passiert. Ich habe ein zweites Mal angerufen. Es war ihr dann unangenehm. Dann habe ich eine Mail geschrieben. Ich habe eine zweite Mail geschrieben. Ich habe ein drittes Mal angerufen. Und ich habe nochmals eine Mail geschrieben. Ich habe wieder angerufen. Und es war ihr so unangenehm. Und sie hat nur gesagt, hat er nicht angerufen? Ja, hat er nicht angerufen. Und dann am letzten Freitag habe ich gedacht, jetzt gehe ich einfach vorbei und habe mich da gemeldet. Und was schön war an diesem Erlebnis, sie war so dankbar, nur für eine Sache, dass ich nicht wütend bin. Und das war für sie einfach so eine Erlösung, weil. Und für mich war das völlig klar, was kann sie dafür? Und ich denke auch, was kann der Arzt dafür? Die sind doch zugedeckt mit Arbeit. Und vielleicht ist es dann noch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage, dass dieser Arzt jetzt tatsächlich die Dinge ein bisschen schleifen lässt. Aber es gibt viele solche Alltagssituationen, wo es einfach nichts bringt, wenn wir uns aufregen. Unsere Freude geht weg, Beziehungen gehen flöten. Und dann hat diese Praxisassistentin hat gesagt, ja, das findet sie einfach so gut, dass ich nach all dem noch lächeln könne. Und mir hat dann das selber auch gut getan. Und habe für mich gedacht, ja, eigentlich ist es so, so einfach irgendwo auch in unserem Alltag da und dort ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und ein bisschen es den Menschen ein bisschen angenehmer machen. Und ich bin sehr, sehr sicher, alle jetzt hier von euch, ihr habt diese Persönlichkeit, da bin ich mir sehr überzeugt. Ich glaube, was wir uns vornehmen können, ist das noch bewusster zu tun. Noch bewusster. Einfach so sich vorzunehmen. Ich rege mich über nichts und niemanden mehr auf. Das wäre doch was, oder? Ist es nicht ein Neujahrsvorsatz? Ich rege mich über nichts und niemanden mehr auf. Das wäre dann eine sorgenfreie Kaiserin.
Elisabeth, gib deinen Daumen. Super. Und jetzt noch was. Wie schön, wenn wir jetzt nicht warten und sagen, oh ja, das mache ich dann im Januar. Wenn wir diesen Vorsatz schon jetzt umsetzen. Und dann fängt der Januar an und wir haben schon das Gefühl, wow, schon umgesetzt. Jetzt geht es nur noch darum, das ein bisschen zu festigen. Und ich glaube, wir können das. Ich glaube, wir haben diese innere Power. Aber wir müssen das uns wirklich vornehmen, wie vornehmen, in die Gedanken bringen. Sorgenvolle Gedanken ersetzen mit Gedanken wie, ich rege mich wegen nichts und niemanden mehr auf. Es ist für niemanden einfach in der heutigen Zeit. Die Leute fühlen zum Teil keine innere Kraft, um das Richtige zu tun. Oder Situationen sind überraschend. Niemand kann etwas vorhersehen. Aber lasst uns diejenigen sein, die in solchen Situationen einfach locker bleiben. Immer schön locker bleiben. Das wäre ein anderer Vorsatz. Immer schön locker bleiben. Aber ihr findet dann vielleicht euren eigenen Vorsatz. Es gibt etwas, das uns in diesem Prozess sehr unterstützt, im Prozess eine sorgenfreie Kaiserin zu sein. Und ich mache nochmals die Verbindung zum Thema Gedankendiät, mehr sein, weniger denken. Das sind die beiden Extreme, oder? So, wenn ich mir Sorgen mache, Sorgen bedeutet viele Gedanken. Schnelle Gedanken, unangenehme Gedanken, Gedanken, die mich unglücklich machen. Sorgenfreie Kaiserin heißt wenig Gedanken. Schnell zu einem Punkt kommen. Okay, das ist passiert. Okay, das kann ich nicht ändern. Okay, er ist so, sie ist so im Moment. Akzeptiere ich. Okay, es sind nicht alle freundlich zu mir. Das ist nun mal so, dass wir innerlich ganz einfach bleiben. Ganz einfach. Und wir haben solche Beispiele. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel mal erzählt von Dadi Prakashmani. Das war die spirituelle Leiterin der Brahma Kumaris. Eine herausragende Persönlichkeit. Und jemand hat gesagt, sie wäre mit ihr zusammen gewesen in einem Treffen. Und dann kommt jemand vor sie und spricht mit ihr in einer wirklich sehr unangebrachten Weise, mit vielen Vorwürfen, mit Aggression. Und sie, die dabei war, sie sei wirklich geschockt gewesen und so hat geneigt, sogar reinzugreifen. So, Gott hat sich auch zurückgehalten. Und Dadi Prakashmani, dieser Name heißt Lichtjuwel. So hat sie geheißen, ein Juwel des Lichtes. Und sie war einfach nur ruhig geblieben. Die andere Person hat diese Vorwürfe gemacht und sie war ruhig geblieben. Und dann, nachdem die andere Person gegangen war, hat sie Dadi Prakashmani gefragt, Dadi, hättest du nicht wenigstens irgendwie sie stoppen wollen oder sagen, sie soll anständig sprechen? Kannst du das einfach so erdulden oder muss man nicht auch so Grenzen setzen? Und sie hat Dadi Prakashmani gesagt, ah, ich habe doch nicht mal zugehört, was die mir gesagt hat. Ich habe innerlich einfach getestet, wie tolerant bin ich. Kann ich einfach in meinem Frieden bleiben? Das sind einfach großartige Beispiele, wo wir denken können, ja, das kann ich doch auch. Ich weiß ja, in welchen Situationen, in welchen Beziehungen es schwierig sein kann.
es zu Spannungen kommen könnte. Okay, jetzt nehme ich mir vor, einfach locker bleiben. Diese Gewohnheit, alles richtigstellen zu müssen, immer so recht haben zu müssen. Ich höre etwas, das nicht recht ist, sofort korrigieren müssen. Das ist solch eine Energieverschwendung. Aber wenn wir uns vornehmen, und dazu braucht es aber auch diese Demut, okay, ich kann einfach mal auch etwas Falsches so stehen lassen. Es passiert nichts. Die Welt dreht sich weiter. Die andere Person geht dann vielleicht weg und denkt so, dem habe ich es jetzt aber gezeigt. Und mit einem falschen Vorwurf. Und ich selber denke dann vielleicht nachher, so, jetzt bin ich aber schön ruhig geblieben. Ist doch wunderbar. Kein Energieverlust. Ich kann meinen Selbstrespekt bewahren. Sorgenfreier Kaiser. Also das sind praktische Dinge, die wir da eigentlich einüben wollen. So, und ich wollte noch etwas erwähnen, bevor wir dann in die Meditation gehen, was uns in dem hilft, eine sorgenfreie Kaiserin zu sein. Und zwar ist es einfach mal schauen, kann ich ein bisschen weniger sprechen? Kann ich manchmal, anstatt etwas zu sagen, nichts sagen, einfach freundlich lächeln? Kann ich etwas, das ich vielleicht in 10 Sätzen erklären würde. Kann ich das in einem Satz machen? Oder kann ich, bevor ich etwas erzähle, nochmals kurz prüfen, ja, bringt mir das etwas? Bringt es dem anderen etwas? Ich merke, und das hat zwei Effekte. Das eine ist, das Sprechen an sich braucht einfach Energie, Energie und Zeit. Das ist das eine. Ich spare Energie und Zeit ein. Aber das andere ist, indem ich mir vornehme, weniger zu sprechen, kürzer zu sein. Anstatt mich in eine Diskussion zu werfen, mal abzuwarten und zu spüren, wann ist mein Moment, mich einzubringen. In einer Sitzung zum Beispiel, vielleicht an der Arbeit, mal zuwarten, was haben die anderen zu sagen? Und dann, so diese Aufmerksamkeit, die behält mich innen. Das heißt, in der Introvertiertheit. Weil ich prüfe mich ja dann innerlich, oder? Soll ich jetzt sagen oder soll ich nicht sagen? Ich warte noch ein bisschen. Kann ich das kurz sagen? Das heißt, meine Aufmerksamkeit ist innen. Und das ist ein sehr, ein kraftvoller Zustand. Drinnen bin und dann, weil ich drin bin, auch die inneren Abläufe steuern kann. Kontrolle über die Gedanken. Übernehmen kann. Gedanken da. Ich habe dann die Kontrolle über diese. Und dann bin ich schon sehr nahe dabei, die Kontrolle über meine Gefühle zu haben, über meine Empfindungen. Nur indem ich innen bleibe. Gestern haben wir in unserer spirituellen Morgenklasse zweimal gehört, die Seele ist drin, die Seele ist innen, die Seele ist innen. Und kann sich fragen, ja, ist ja logisch, warum muss man das so betonen? Also wenn unsere Aufmerksamkeit auf mir, auf der Seele sein soll,
dann bin ich mit meiner Aufmerksamkeit drinnen, hier drin. Die Seele ist im Kopf. Also bin ich mit meiner Aufmerksamkeit entweder draußen, bei Situationen, bei Menschen, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Und das heißt, wo meine Aufmerksamkeit ist, da kommt die Energie her. Oder ich bleibe drin. Und dann verliere ich meine Energie nicht. Ich bin mit meiner eigenen Essenz bin ich verbunden. So, ich versuche das, was ich gesagt habe, in 3-4 Sätzen zusammenzufassen. Das eine ist, sich vorzunehmen, eine sorgenfreie Kaiserin zu sein. Aufhören mit Sorgen, sich Sorgen machen. Aber sehr aktiv sein, sich um alles sorgen, wo ich drum zu sorgen habe. Und wenn ich merke, dass sorgenvolle Gedanken kommen, einfach stoppen. Wissen, diese Gedankenenergie, das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Die verschwende ich nicht. Und dann, wenn ich eine Affirmation habe, eine innere Einstellung, die mich in diesem Prozess unterstützt, dann ist es eine zusätzliche Stärkung. Zum Beispiel eben immer locker bleiben. Nur nicht aufregen. Nun, ich rege mich über nichts und niemanden auf. Und dann das Dritte. Die Kontrolle über meine Worte. Die mich sehr dabei, einfach so generell weniger sprechen. Das wird mich dabei unterstützen, meine Aufmerksamkeit im Inneren zu behalten. Und wenn ich dann diese Aufmerksamkeit im Inneren habe, dann geht Yoga sehr gut. Yoga, die Verbindung von der Seele mit der höchsten Seele. Wir sprechen hier in diesem Rahmen, also in diesem Programm, nicht viel von dem. Wir haben andere Programme, wo wir immer wieder diesen Aspekt betonen. Diese Verbindung zur höchsten Seele, zur göttlichen Kraft. Wenn diese Verbindung immer wieder da ist, da kriege ich konstant auch Energie her. Gut, und jetzt haben wir noch 10 Minuten, die wir für die Meditation verwenden möchten. So bringt deine Aufmerksamkeit ganz nach innen. Meine Aufmerksamkeit nach innen zu bringen, das bedeutet, dass die Gedanken im Kopf bleiben, nicht nach draußen gehen. Und dies ist ein sehr geschützter Ort für mich. Ich kann meinem Kopf
in der Seele die Gedanken erschaffen, die ich will. Egal wie die Situation draußen ist. Ich kann wenig Gedanken haben. Ich kann aufbauende Gedanken haben. Ich kann liebevolle Gedanken haben, verständnisvoll. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich einfach keine sorgenvolle Gedanken mehr hätte? No worries. Wenn ich aufhören würde, versuchen andere zu verändern. Und einfach alles so akzeptieren würde, in Frieden. So wie sie sind. Wie wäre mein Empfinden, wenn ich alle Weltsituationen, so wie sie sind, im Moment mit Frieden akzeptieren würde. Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich meine Geschichte, meine Situation mit Frieden einfach akzeptieren würde. Und bei all dem verstehe ich, dass ich innerlich ein enorm wertvolles Wesen bin. Egal wie meine Geschichte ist, egal was mich um mich herum läuft, ich bin inmitten dieser funkelnde Lichtdiamant. Und ich bin ein sorgenfreier Kaiser. Eine sorgenfreie Kaiserin. Weil nichts mir gehört. Ich bin ein Gast hier auf dieser Welt. Ich spiele meine Rolle so gut ich kann. Ich erfülle meine Aufgaben so gut ich kann.
Aber dann akzeptiere ich auch alles so, wie es ist. Ich sehe mich durch das Leben gehen, aufrecht, mit einem Lächeln, als sorgenfreie Kaiserin. Und ich sehe, wie ich stabil bleibe in jeder Situation. Als sorgenfreie Kaiserin. Ich fühle diese Würde. Ich fühle dieses Entspanntsein. Ich visualisiere, wie ich durchs Leben gehe als sorgenfreie Kaiserin. Und die Menschen schauen verwundert. Die bemerken, dass da etwas Besonderes ist. Die sehen, dass das jemand ist mit innerer Kraft, mit innerem Licht. Und ich selber fühle mich dabei so leicht, so zufrieden. Ich fühle aber auch die Kraft, das zu tun, was angebracht ist. Was zu tun ist, Verantwortung zu übernehmen, aber als sorgenfreie Kaiserin. Und ich spüre, dass ich in diesem Bewusstsein eine Verbindung habe mit einem Wesen, das jenseits vom Irdischen ist. Jenseits vom Gewöhnlichen, vom Materiellen. Und damit ich immer diese Kraft habe, als sorgenfreie Kaiserin durchs Leben zu gehen, lasse ich mich anfüllen von diesem edlen Lichtwesen.
Ich lasse mich anfüllen mit dem Licht der Gelassenheit. Mit dem Licht der inneren Stärke. Mit dem Licht der inneren Freude. Und so wie eine Batterie aufgeladen wird oder ein Tank angefüllt wird, genauso werde ich angefüllt mit diesem Licht. Bis die Batterie der Seele vollkommen angefüllt ist mit Licht. 100%. Und dieses Licht verbreite ich um mich herum. Mit diesem Bild möchte ich mich bei allen sorgenfreien Kaiserinnen und Kaisern verabschieden. Und ich wünsche euch eine sehr schöne und angenehme Woche. Om Shanti.